Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Video. Ich hau jetzt einfach mal ein kleines Gameplay hinten rein. Und worüber ich jetzt reden, ich werde ein bisschen über meinen YouTube 2015 so ein bisschen reden, wie es gelaufen ist und alles. Ich habe jetzt ungefähr jetzt ein Jahr YouTube jetzt gemacht. Ich habe jetzt ein Jahr YouTube hinter mir. Ich würde sagen, jetzt ein Jahr YouTube hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mit euch allen. Und alles. Ich bedanke mich bei jedem, der es halt mich unterstützt hat und alles. Jeden, der Daumen nach oben drückt, der mal kommentiert. An alle danke. Ich habe halt angefangen mit ein bisschen Gameplays und alles. Und dann habe ich aber ein Mikrofon bekommen. Da kamen schon die ersten Videos mit Stimme. Da kamen die ersten Let's Plays, zum Beispiel mit H1Z1, was ich abgebrochen hatte, weil es nicht so viel Spaß gemacht hat, mir persönlich her. Da kamen ja auch schon die ersten CSGO-Videos, die immer noch kommen werden. Wenn ich mal so ein bisschen Bock drauf habe, kommt ein CSGO-Video. Ich habe ein paar auf der Festplatte. Nach CSGO kommt dann so ein bisschen COD, Battlefield. Obwohl Battlefield ein bisschen weniger. Und ich muss schon sagen, COD jetzt hier macht schon mehr ordentlich Spaß wieder. Und dann denke ich mal in Zukunft ein bisschen mehr wieder kommen. So wie bei Black Ops 3. Muss ich mir noch kaufen, das Geld habe ich dafür schon mal. Ja, und dann können wir schon ein bisschen mal GTA Let's Play. Was ich hier abgebrochen hatte, einfach so. Weil es halt mir persönlich nicht so viel Spaß gemacht hat. Und weil GTA 5 momentan persönlich bei mir selber auch nicht auf dem PC läuft. Was ein bisschen scheiße ist. Sorry, dass ich sagen muss. Ja, also GTA 5 wird nichts bekommen. Weil ich da persönlich keinen Spaß mit dran habe. Und CSGO wird kommen. Also COD. Hier gerade sehen könnt ihr auf dem Gameplay Hintergrund von mir. Ich weiß nicht, was das für ein Gameplay ist, gerade von mir. Kann sein, dass ich es sogar schon mal hochgeladen habe, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Dann habe ich halt noch. Was habe ich noch alles gemacht? Ich habe COD gemacht. Wird auch wieder kommen. Da kommen die LS15 Videos, die mir also ordentlich viel Spaß gemacht haben. Ordentlich Spaß. Halt in den letzten 2 Monaten bin ich halt deutlich gewachsen. Ich habe vor 2 Monaten, hatte ich glaube ich noch 36 Abonnenten gehabt. Und jetzt sind wir schon bei 90. Das ist ein extrem geiles Gefühl irgendwie. Diese 90 Abonnenten zu haben. Also jetzt, wir sind jetzt bei knapp 90. Es ist einfach nur ein scheiß geiles Gefühl, 90 Abonnenten zu haben. Weil es einfach Spaß macht. Und es ist einfach nur ein geiles Gefühl, wenn es hier so eine Art Feedback zu bekommen unter fast jedem Video, ein gutes Video oder so, einen Daumen nach oben zu sehen. Auch mal Daumen nach unten, das ist mir dann egal, weil ich darauf scheiße praktisch. Und wenn ich einen Daumen nach unten bekomme oder so, oder schlechten Kommentar. Weil das sind für mich keine Bewertungen mehr, einen Daumen nach unten oder so. Da muss man schon eher drauf eingehen, wie zum Beispiel, warum ist das so und alles. Zum Beispiel. Die letzten 4 Monate waren deutlich erfolgreich für mich. Sehr erfolgreich, weil ich halt echt gewachsen bin ums Doppelte praktisch. Mehr als ums Doppelte. Ich habe viele Leute wieder kennengelernt, zum Beispiel den Agra-Fan-LP, den Maite-LP, den Monster-Massi, den, Mensch, wie heißt der denn jetzt nochmal? Oh, da muss ich mich echt für schämen gerade. Ja, wir haben es gleich raus. Jetzt habe ich es echt vergessen. Ja, echt vergessen. Sorry, Digga. Nussfeuer-LP, genau. Nussfeuer-LP habe ich kennengelernt. Ganz nette Leute. Ich bin auf dem Server hier drauf im Spielen mit sehr netten Jungs. Zum Beispiel das Landwehrkanal-Projekt, was ich jetzt leider abbrechen musste, weil die Map den Server geschrottet hat. Und da kommt auch was Neues mit dem Jungs auf jeden Fall. Worauf ich mich auch freue. Und es sind halt für Neujahr wieder LS15. Halt, das Wilbachtal-Projekt wird so lange weitergehen, weil es mir sehr viel Spaß macht momentan. Ja, das 15 Wilbachtal, dann das neue Projekt mit den Jungs, dann kommt noch COD, CSGO wieder mal mehr. Und darauf werde ich mich auf jeden Fall wieder kräftig drauf freuen. Das Gameplay ist auch schon gleich zu Ende. Es hat nur so ein bisschen kleines Feedback jetzt von 2015.
wollte erst ein längeres Video machen dazu, aber es gibt ja nicht so viel zu sagen jetzt, ne, von ja. Meine Pläne habe ich gerade gesagt, alles 15, CSGO ein bisschen mehr, also wie COD, aber es soll schon zum Thema alles 15 werden, der Kanal, und halt so ein bisschen so nebenher Call of Duty und CSGO. Wo ich ein paar Gameplays wieder spielen muss, wie das hier jetzt mal. Und dann danke ich mal bei jedem, der mal Daumen oben drückt, der kommentiert, der ein Abo da gelassen hat. Vielen Dank an euch alle. Alle, die mich unterstützen. Und sorry nochmal, Nussfreie LP, dass ich dich als Namen vergessen hatte. Und ja. Und echt Dankeschön an euch alle. Ich freue mich auf das neueste Jahr und auf die neuen Videos. Und wie ihr seht, das Video ist jetzt zu Ende. Verbindung ist verloren. Egal, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich wieder sehr freuen. Schreibt einen Kommi drunter, würde mich auch sehr wieder extrem freuen. Schaut euch alle in den Comments, please.